Fahr, brettere, wie... Oh. Nein. Bist du immer irgendwann runtergefallen oder was? Guck dir mal die Gosche an. Oh, Thomas, was ist das? Hey, bei dir sind echt fette Schlampen, ständig in der Nähe, das gibt's nicht. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ratet mal, wer noch am Schlüssel ist. Big Whirlin. Hello, Big Whirlin. Ich muss schnell an mein Auto. Ich hab's gleich. Nein, nicht sterben. Nein, ich bin jetzt aufgekommen. Hast du wunderschöne blaue Augen, Walla? Ah, ich, diese Frau, Walla. Da ist er, Jutta Werl! Hier ist mein berühmtes gelbes Auto. Let's do this, bro. Diese Videoreihe ist gesplittet. Eine Folge bei Walla, eine Folge bei mir, eine Folge bei Walla und hin und her. Ich lieb solche Wege, Walla. Das sind dem schönste Wege, weißt du? Oh, guck mal, was wir hier haben. Hier ist eine Wandererfrau. Guck mal da. Alter. Das ist ein Mann, Mann. Warte, 3, 2, 1. Hello. Seriously? Ich hätte schon Lust, ihn anzuschießen, aber ich da. Scheiße. Aber er lebt noch. Komm mal. Ja, er lebt nur. Du hast in deinen Rucksack geschossen. Alles ist gut. Na, wie auf mein Auto geht. Nach vorne. Will da etwa noch jemand sterben oder was? Pinkelt er da ins Wasser da vorne, der Kerl? Alter, das geht nicht. Ich bin Naturschützer. Jetzt kommt er wieder abgeknallt. Ey, komm. Ich habe nur seinen Schniedel kurz angeschossen. Guck mal, wie er da liegt. Oh, fuck. Ey, der geht. Er ist direkt beerdigt. Ich bin mir eigentlich relativ simpel raus, wenn noch da jemand drin ist. Ja, ich glaube, da war jemand drin. Voll die Panik. Siehst du, wie das Teil wackelt? Da ist ein Kind drin. Hallo, guten Morgen. Ich mach Drive-By, was? Hallo! Also wir wollen viel Cash verdienen und uns am besten in dieser Folge noch fette Häuser kaufen. Wir wollen ins Immobiliengeschäft einsteigen, Walla. Hui! Oh, du hast Schnuffer gebaut. Ah, jo, das wäre typisch, ne? Das wäre typisch für den. It's a typical. Wir sind gleich da. Oh ja. Lass uns einiges an Geld einfahren. Oh ja. Willkommen in der Radiostation. Ich fahr rückwärts so zur Tarnung. Ja, ultra nice, Mann. Der will auch das Auto klauen, oder was? Ich steig mal aus, ich versuche erstmal mit denen zu reden. Oh ja. Scheiße! Wir machen Cash mit Verlieren, euch. Können wir unauffällig, wenn wir jetzt die Waffe halt nicht ziehen, in diesen Laden reingehen? Damn. Ja, aber steigen ist vielleicht auffällig. Komm, lass mal nochmal laufen. Wie du auffällig bist, Alter. I will eat your pain. Fuck, oh fuck, die Waffe. Oh, zieh die Waffe, zieh die Waffe. Knall's ab. Oh, voll in die Fresse. Achtung, der eine steht auf. Der ist ein Zombie, okay. Guck mal, hier kommst du hoch. Ja, nice. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Fuck, ich rutsche jetzt mal wieder runter, wie so ein Spaß. Weil ich will auch. Fuck, ich bin schon wieder runter. Ich zünd diese Flasche an. Abwarten und Tee trinken. Ja, ich will irgendwas. Ach, das ist explodiert. Ja, ich hab. Das Mobil ist explodiert, weil diese Flasche draufgefallen ist, die Gasflasche. Du zerquetscht die einfach volle Pulle, wenn sie anfangen aufzumucken. Okay, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Schnell. Oh Gott. Nein, so geht schnell weg, schnell weg. Da kommt ein Motorrad. Nein! Du musst die Platten. Oh, das ist voll in ein Auto gefallen. Oh Gott, nein. Der mit dem Hummelauto. Oh, was. Jetzt rollt bestimmt das Cash, Alter. Oh, minus 10.000. 4. Willst du mich verarschen? Gott, das ist eine runtergekommene Bruchbude. Ja, dann holst du dir. Lauf drin schon mal rum. Ich brauche noch einen Moment. 4 Kilometer. Ja, das ist cool. Ich trete noch kurz gegen mein Auto. Was? I'm on my way. Oh, hier ist sogar ein Bankautomat am Haus, ne? Das spricht natürlich für die Immobilie, ganz klar. Jetzt weiß ich, warum das ein bisschen teurer ist. Unmittelbarer Nähe, Bankautomaten. Palme direkt vorm Haus, ne? Urlaubsfeeling. Das ist so richtige Ghetto-Bude, oder was? Ja, du siehst ja gleich, also, ja. Also, ja, ich bin unterwegs. Das sind schon mal fette Hochhäuser. Sieht aus, als würdest du in einer reichen Gegend wohnen. Sehr wohlhabend, das ist ja Eigenheim. Diese Gegend ist wohlhabend, du kannst es nicht glauben, wie wohlhabend dieses Haus aussieht. Da steht sogar nochmal in Japanisch wohlhabend drauf. Ja, wer kommt denn da? Hier läuft eine richtig dicke Frau. Krass. Das hier wird mein Haus. Oh je, yeah. Das wird meine Snatch. Hey, bleib hier. Oh, lecker Praline. Guck dir mal die Gosche an. Oh, ich bin tot. Was ist das? Den ich einmal umgebracht hat, der jagt mich jetzt, weil er mich hasst. Nein! Der hasst mich, weil er mich jagt. Das ist einfach volle Karacho. Alter, das fährt jemand anderes über mich drüber. Nein! Scheiße. Ja! Irgendjemand hat ihn umgebracht. Ich will doch endlich investieren. Hier ist ja auch direkt eine Waschanlage in der Nähe, ne? Das ist ja unglaublich, was diese Gegend für einen Komfort bietet. Alter, hinter mir ist einer, der schießt mit einem MG auf mich. Oh Gott, ich bin explodiert. Ich bin explodiert. Scheiße, ne? So, 87.000. Das Apartmentgebäude hat bessere Zeiten erlebt, aber diese erschwingliche Wohnung besitzt immer noch ein wenig Seele und viel Potenzial. Bringen Sie Ihre Fantasie mit und einen Kammerjäger. Bringen Sie Fantasie mit und einen Kammerjäger. Gekauft, brü.
Oh fuck, hier ist schon jemand. Schnell ins Haus. Ich glaube, du kannst bei mir klingeln, dann lade ich dich ein. Oh yeah, komm mal, kannst du Kaffee trinken, voila. Das ist richtig krass hier bei mir in meiner Bude. Ich habe eine Bong stehen. Richtig Pavelka. Ey, bei dir sind echt fette Schlampen ständig in der Nähe. Das gibt's nicht. Nur fette, warte, ich muss den. Bei mir sind die fettesten Schlampen unterwegs, Junge. Ey, nur fette, ich schwör. Guck dir mal mein Oberteil an. Darf ich vorstellen, 8000 Dollar Oberteil. Wie meinst du mit meiner Küche? Das ist voll die geile Einöde. Die ist voll gemütlich, die Wohnung. Das ist meine kleine Putze hier. Ich habe extra zwei Lämpchen angemacht für dich, dass du hier besser sehen kannst. Krass, hier ist sogar eine PlayStation 4. Die hat der Kerl einfach stehen gelassen hier, ne? Ah, ja. Wo sind die Möpse? Wir haben die Thumbnail, Kinas. Alles klar, Tittys ziehen natürlich immer. Alter, wie mein Klo aussieht. Hey, lass mal duschen. Labernett, wie mein Bier leer trinkt. Ah, ja. Hier kann man Schach spielen oder einfach mal reden übers Leben. Genau, ja, das habe ich extra hier so eingerichtet. Ich bin schon am Rauchen. Ich sehe es gerade. Zieh mal eine Runde an meiner Bon. Aber walla, walla, pass auf, da ist hartes Zeug drin, ne? Ich vorhin reingeschissen. Bei mir flimmert alles so bekifft. Walla. Oh, scheiße, ich merk's gerade. Der Fernseher ist aus, wirklich. Lass mal in die Garage gehen. Ach, du liebe Zeit. Mein lieber Scholli. Ah, mein Auto liegt ja draußen auf dem Dach, ne? Vielleicht ist es jetzt gescheit. Vielleicht ist es jetzt richtig. Ja, da steht. Nee, halt, das ist deins. Meins liegt immer noch da hinten. Kannst du es vielleicht zurechtschieben? Versuch's mal. Alter, es ist kaputt. Fahr, brettere. Ja, scheiß auf die Leute, ist egal. Gib Stoß. Okay, ich glaube, ich steig lieber ein. Wir müssen mit deinem Auto übrigens in die Waschanlage, das geht so nicht. Da habe ich eben drauf geblutet, das kann nicht sein. Car Wash, Car Wash. Jetzt kommen so nackte Weile und drücken ihre Titten gegen meine Windschutzscheibe. Oh fuck. Wir haben keine Scheiben drin. Aber guck mal, wie gut das Ding jetzt wieder aussieht. Schönes Kinder. Was ist denn hier? Alter, ich glaube, du hast den Tod gefahren, weil ich... Oh nein! Scheiße. Ah, nein, der hat mich angefahren. Du kannst loslegen wollen, kannst loslegen. Fuck, die Leute drehen durch. So, und das war's auch schon mit dieser Folge. Jetzt hier am Schluss sind schon die weiteren Folgen bzw. die letzte Folge eingebettet und demnächst auch die nächste Folge. Und in der Videobeschreibung stehen auch beide Folgen und die Playlist. Wallen, vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.